Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 16.109 Kilometer nach Süden, 82 Jahre zurück. Wissensreisende. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind Jan und Chris, zwei Wissensreisende, die für euch durch Raum und Zeit reisen und alle möglichen spannenden, interessanten und lustigen Geschichten zusammentragen. Einmal in der Woche treffen wir uns hier im Cockpit von unserem Raumzeitschiff und dann wird berichtet, was wir alles da so erlebt haben. Ich habe die Einleitung gemacht, das heißt, Chris erzählt heute oder ist heute unser Führer durch den nächsten Abschnitt der Reise und ich würde mal sagen, der legt am besten mal los. Das mache ich glatt. Du hast ja gerade schon gehört, wir sind 16.109 Kilometer gereist, seitdem wir in Russland aufgebrochen sind. Jawohl. Und wir sind nach Süden gegangen. Wir sind sogar sehr genau nach Süden gegangen. Wir sind nämlich, wenn wir aus dem Fenster gucken, präzise am Südpol angekommen. Oh. Und deswegen, Südpol, das ist wahrscheinlich der Grund, warum mir momentan so kalt ist. Richtig, ich habe auch hier das Licht in unserer Raumzeitkapsel so ein bisschen angepasst, dass man die Kälte und Ungastlichkeit des Südpols etwas besser spürt. Sehr gut. Und wahrlich ungastlich ist der Südpol ja auf jeden Fall, denn hier können die Temperaturen auch mal bis minus 80 Grad gehen. Und auch Stürme mit 200 bis 300 km/h sind hier nicht so selten. Und das Ganze zusammen ist wirklich unangenehm. Man könnte sogar schon menschenfeindlich sagen. Mhm. Aber der Südpol verbirgt natürlich auch einen reichen Schatz an natürlichen Ressourcen. Und das ist auch der Grund, warum viele Länder versuchten, ihren Claim abzustecken und den Südpol unter sich aufzuteilen. Mhm. Jetzt sagte ich ja auch schon, dass wir 82 Jahre zurückgegangen sind. Ja. 82 Jahre, mal schnell überschlagen, sind wir im Jahr 1939. Mhm. Jetzt fragen wir uns 1939, wer war da so eigentlich schon am Pol aktiv? Und wenn wir mal so ein bisschen schauen, dann sehen wir, dass das Vereinigte Königreich, Neuseeland, Australien, Frankreich, Norwegen und Nazi-Deutschland sich jeweils schon ihren Claim so abgesteckt hatten und gesagt haben, das ist unser Gebiet. Mhm. Ja? So wie zum Beispiel das berüchtigte Neuschwabenland. Also ein Land gab es dort noch. Das war der Meinung, dass es unbedingt mitspielen sollte. Und das waren die USA. Wer auch sonst. Richtig. Und 1928 und 1934 gab es zwar schon Expeditionen mit amerikanischer Beteiligung oder sogar mit komplett amerikanischer Besatzung, nämlich die beiden Expeditionen des Amerikaners Richard Byrd. Aber beide waren rein privat gewesen, hätte sie privat finanziert, privat durchgeführt. Und um sich als Macht am Südpol zu etablieren, mussten die USA eben auch als Staat aktiv werden. Und im Herbst 1939 begann dann das von Präsident Roosevelt ins Leben gerufene United States Antarctic Service Expedition. Oder die Operation. Diese sollte bis 1941 reichen und die Aufgabe dieser Mission war es, zwei Basen an der Küste anzulegen, die ziemlich weit davon entfernt sind. Wenn man sich das so als Kreis vorstellt, dann sind die halt einen Viertelkreis weit entfernt. Mhm. Und die gesamte Küstenlinie dazwischen zu kartieren, zu vermessen und einfach klarzumachen, das ist der amerikanische oder das amerikanische Viertel des Südpols. Geführt sollte diese Expedition von einem sehr erfahrenen Mann werden, nämlich Admiral Richard Byrd, der ja auch schon die anderen beiden Expeditionen gemacht hatte und der jetzt eben der Nächste sein sollte, der runtergeht und der einfach ganz klar macht, die USA sind genau das Land und wir haben hier richtig Anrechte drauf. Und unter anderem sollte diese Expedition auch zum Südpol gelangen, da wo wir jetzt uns gerade befinden, 1939, und uns fragen, wenn wir rausgucken, warum sehen wir nichts? Vor dem Zeitpunkt, vor 1939, hat es erst zwei Expeditionen gegeben, die den Südpol erreicht haben. Und das waren die 1911 gestartete Fram-Expedition des Norwegers Amundsen und 1912 die Terra Nova-Expedition des Briten Scott. Und die endete ja in einer Katastrophe, davon ist keiner lebend zurückgekommen. Beide Expeditionen nutzten seinerzeit das Ross-Schelfeis als Startpunkt. Und dieses ist ein Schelfeis, das die südliche Hälfte des antarktischen Rossmeeres bedeckt. Man kennt es auch als sogenannte Rossbarriere. Und davon kennt man auch diese Bilder. Das ist das, wo du plötzlich einfach Eiskante siehst, die unglaublich hoch ist und unglaublich gerade abgebrochen ist. Und diese Bruchkante erstreckt sich tatsächlich über eine Länge von 600 bis 800 Kilometern und mit einer Höhe von 20 bis 50 Metern. Das ist wirklich eine ernsthafte Wand.
Das ist auch genau das, wo die Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, immer davon ausgehen, dass das Rand, der Rand der Welt, da kann man nicht hoch, da kann man nicht drüber. Mhm. Amundsen startete seinerzeit am linken Rand dieses Gebietes, Scott am rechten. Aber zurück zu unserer amerikanischen Expedition. Gleich zwei Schiffe standen den Männern zur Verfügung. Das eine war die USCGC North Star und die andere die USS Bear. Die Expedition umfasste 125 Personen und ist damit bis heute die größte amerikanische Expedition zum Südpol. Die Ausrüstung umfasste zwei kleine Armeepanzer, zwei Traktoren, drei Flugzeuge, 84 Schlittenhunde und ein Antarctic Snowcruiser. Oh, das ist was? Ganz genau, das ist mein heutiges Thema. Ich bin auf dieses Fahrzeug gestoßen, es ist ein Fahrzeug, das kann ich schon mal verraten, von dem ich noch nie vorher etwas gehört habe. Und habe echt gedacht so, wow, ein Fahrzeug, das die 1939 auf einer Expedition mitgenommen haben, um damit zum Südpol zu fahren. Warum habe ich da noch nie was von gehört? Deswegen habe ich mich da reingelesen. Mhm. Also, dieser Antarctic Snowcruiser ist eine mobile Basis für 5 Personen und die Größe ist mit einem kleinen Haus vergleichbar. Okay. Die Länge betrug 17 Meter, die Breite mehr als 6 Meter. Das Ganze hatte eine Höhe von 3,7 bis 4,9 Metern. Und gewogen hat dieses Monster stattliche 37 Tonnen. Wow. Das kommt noch viel wowiger, denn das ganze Teil hat eine Reichweite gehabt von 8000 Meilen und genug Vorräte an Bord für ein ganzes Jahr. Für die 5 Leute. Für die 5 Leute, richtig. Und damit ist dieses Gerät ja nun wirklich auf dem Papier das perfekte Gerät zur Erkundung der Antarktis. Absolut. Die Crew des Antarctic Snowcruisers bestand aus dem Kommandanten Thomas Poulter, dem leitenden Wissenschaftler F. Alton Waite, dem Funker Felix Ferranto, dem Piloten Theodore Petras, dem Mechaniker Charles Mayer und Navy, dem Hund. Und ich habe tatsächlich probiert herauszufinden, warum die einen Hund dabei hatten. Und es gibt halt eine Liste, wo bei jedem mal hintersteht, was er bei dieser Expedition zu tun hat, warum er dabei ist. Bei dem Hund steht tatsächlich in dieser Liste lediglich Man's Best Friend. Okay. Dem Cruiser war eine ganz besondere Rolle zugedacht. Er sollte im Zug der Expedition von der Westbasis der Amerikaner entlang des Ross-Shelf-Eises über die Amundsen-Route bis zum Südpol fahren und von dort aus zurück zu der neuen Ostbasis der Amerikaner. Also im Endeffekt über den Südpol vom Startpunkt der einen Expedition zum Startpunkt der anderen Expedition. Nee, das war ja beides Ross-Shelf-Eis, das ist beides quasi an der Unterseite, mhm, wenn du auf der Karte guckst. Und die Amerikaner hatten diese beiden Basen ja so gelegt, dass es quasi ein Viertelkreis ist. Und das war dann halt nach oben. Also sprich, okay, es wäre hinterher ein Tortenstück gewesen, dass halt die Route von dem Snowcruiser zum Südpol aus halt die beiden Außenkanten gebildet hätte. Mhm. Ja. Und dabei würde die Fahrt die Begrenzung eben für so ein großes Kuchenstück sein und gleichzeitig würden ja die Schiffe die Küste rauffahren von der einen Basis, die schon gebildet ist, um die zweite Basis zu errichten und dabei alles kartieren, sodass sie letztendlich sagen konnten, das muss unser Gebiet sein, weil wir haben die kompletten Karten erstellt für die Küste, mhm, und wir haben auch das Gebiet dazwischen erforscht. Ja. Und dieser Anspruch sollte dann deutlich unterstreichen, dass die Amerikaner wirklich ein Anrecht auf dieses Gebiet hatten. Soweit so gut. Wie lange war das geplant, dass das dauert, mit diesem Snowcruiser bis zum Südpol zu kommen? Weil so klein ist die Antarktis ja auch nicht. Also das sind ja nicht nur 250 Kilometer. Nein, also sie hatten schon vor, ein Jahr unterwegs zu sein insgesamt. Okay. Also du wärst sehr viel schneller, aber sie wollten es eben wirklich erforschen. Mhm. Sie hatten vor, halt tatsächlich geplante 6.500 Meilen zu fahren, was, wow, deutlich mehr ist, als du nur brauchen würdest, hin zum Pol und zurück. Mhm. Und halt wirklich bis zu einem Jahr unterwegs zu sein, um richtig ausgiebig zu forschen. Krass. Das Innere des Cruisers war wirklich gut ausgestattet. Wir gehen das gute Stück jetzt einmal von vorne nach hinten durch. Da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür. Der Cockpitbereich war erhöht. Hier saß der Pilot. Auf derselben Ebene gab es einen Kartentisch, an dem stehend gearbeitet werden konnte. Unter diesem Bereich befand sich die Werkstatt. Die war voll ausgestattet mit Werkzeug. Da drin gab es eine Schweißstation extra noch mit. Und außerdem gibt es hier verschiedene Generatoren, eine Winde und die Kühlanlagen für die Maschinen. Und der Schneeschmelzer, der ganz wichtig war, um halt eben Frischwasser zu haben. Mhm. Und eben noch allerlei Ausrüstungsgegenstände. Noch vor der ersten Achse konnte man dann zwischen den beiden Maschinen hindurchgehen. Diese beiden Maschinen
waren zwei Cummins Dieselmotoren mit je 11 Litern Hubraum und einer Leistung von je 112 Kilowatt. Und diese... Wie viel Diesel haben die denn dabei für 6.500 Meilen? Ich glaube, es waren... Ich komme, glaube ich, später noch, aber ich meine, es waren 9,5 Tonnen. Wow. Die beiden Motoren waren dazu da, Strom zu erzeugen. Und zwar einerseits für das ganze Fahrzeug an sich und auch für den Antrieb. Denn in jeder Radnabe befand sich ein Elektromotor, der 56 Kilowatt leisten konnte. Nach der Vorderachse schließt sich jetzt die Küche an. Und diese Küche war ebenfalls voll ausgestattet, konnte aber auch komplett verdunkelt werden und als Dunkelkammer benutzt werden, um dort eben Fotos zu entwickeln. Nach diesem Raum kommen wir dann in den größten Bereich. In diesem Bereich gibt es vier Betten, das sind jeweils zwei Stockbetten rechts und links, und in der Mitte gab es einen Tisch mit vier Stühlen. Im anschließenden Bereich, immer noch vor der Hinterachse, befinden sich dann die Vorräte für die Crew, und das zieht sich auch nach der Hinterachse weiter durch, weil klar, die braucht eine Menge Vorräte. Mhm. Und ganz hinten das Heck beherbergte zwei Ersatzräder. Der Treibstoffbunker war im Unterboden verbaut. Und auch in der Decke gab es zusätzliche Tanks, denn hier wurde der Sprit für das Flugzeug aufbewahrt. Welches Flugzeug? Das Flugzeug war eine Beechcraft Modell 17 Staggerwing und das war in der Lage, 5 Personen, also die komplette Crew, zu befördern und es befand sich auf dem Dach des Antarctic Snow Cruisers. Okay. Und auch es war auch als Rettungsflugzeug gedacht? Einerseits als Rettungsflugzeug und andererseits auch dafür, dass man eben von dem Snow Cruiser aus ein viel größeres Gebiet erforschen konnte. Dass man auch mal vorausfliegen konnte, gucken konnte, wie eine Route weiter geplant werden sollte. Dass man schon mal so ein bisschen noch aufsteigen konnte, um auch zu gucken, ob schlechtes Wetter kommt. Einfach als Multipurpose-Flugzeug. Wie kriegst du das denn, wenn du gelandet bist, wieder da drauf? Indem du den auf dem Dach befindlichen Kran hochklappst, das Flugzeug runterlässt, das von dem Eis aus starten lässt, was Kufen hat, es wieder neben dem Snow Cruiser landest, den Kran nimmst und es wieder aufs Dach stellst. Okay. Außerdem gab es natürlich obendrauf auch mehrere Antennen. Zum einen zum Funken mit dem Flugzeug, zum anderen gab es auch Richtfunk, um mit der jeweiligen Basis, wo sie halt gerade wegfuhren oder drauf zufuhren, später sich verständigen zu können. Dieses wirklich vollkommen ungewöhnliche Fahrzeug ist von einem Forschungsinstitut entwickelt worden. Und zwar von dem Institut Armor Institute of Technology in Chicago. Das ist ein privates Forschungsinstitut. Und das hatte auch tatsächlich nicht den Auftrag, ein Spezialfahrzeug zur Erforschung der Antarktis zu konstruieren, sondern die haben das einfach gemacht. Die fanden, das war eine gute Idee und es würde irgendwann gebraucht. Und deswegen haben dort sehr, sehr viele schlaue Köpfe, sehr viel Zeit und sehr viel Kreativität reingesteckt, um dieses Projekt zu durchdenken. Das klingt so unheimlich Sci-Fi. Es ist auch wahnsinnig Sci-Fi. Weil, wenn du dir einfach nur jetzt mal die Antarktis wegdenkst und dann überlegst, setz mal in alles, was du so erzählst, statt Antarktis das Wort Mars ein. Das ist der absolute, so, es würde passen. Du hast halt, ne, die, klar, natürlich passt die Geschichte mit dem Eisschelf nicht und dem Meer kartografieren, aber grundsätzlich, wenn du dieses Fahrzeug hörst, ja, so stelle ich mir ein Fahrzeug vor, wenn wir mal auf dem Mars gelandet sind und da Leute losfahren, um zu forschen, dass die dann da halt ein Jahr drin sind. So klingt das, was du gerade beschreibst. Im Grunde ja, du hast halt eine mobile Forschungsstation, nicht mehr und nicht weniger. Und diese wirklich lange Entwicklungszeit machte, dass die echt kreative Ideen dabei hatten und wirklich auch Neues sich ausgedacht haben. Denn das fängt mit solchen Sachen an, wie zum Beispiel, dass die 3 Meter hohen übrigens Räder einzeln gesteuert werden können. Dadurch ist es möglich, zum Beispiel auch diagonal zu fahren. Mhm. Ja, und die waren ja eh alle mit einem einzelnen Motor versehen, aber du konntest sie eben auch einzeln lenken. Dazu kam, dass die Räder eingezogen und ausgefahren werden konnten. Und zwar nicht nach außen, sondern rauf und runter. Und das hat gleich mehrere Gründe gehabt. Nämlich zum einen wurden die Reifen, wenn du sie ganz hoch gefahren hast, also sprich das Gerät ganz abgesenkt hast, in den Radkästen von den Abgasen der Dieselmotoren geheizt. Mhm. Damit sollte verhindert werden, dass das Gummi brüchig wird. Ja. Ja. Aber noch genialer ist, dass dieses Reifenhebesystem eigentlich ursprünglich mal dafür entwickelt worden ist, um Spalten zu überfahren. Mhm. Ja, das kann ich so mal genauer erklären. Du musst dir dieses Fahrzeug so vorstellen, dass es einen sehr kurzen Achsabstand hat. Mhm. Ja, das heißt, du hast im Grunde ein Drittel des Fahrzeuges vor der ersten Achse, in der Mitte ein Drittel des Fahrzeuges und hinten wieder ein Drittel dran. So, und das erlaubt dir jetzt Folgendes zu tun. Du hast jetzt eine Spalte vor dir. Jetzt fährst du an die Spalte heran und ziehst die Vorderachse ganz ein. Jetzt liegt das Fahrzeug auf dem Boden, auf dem Unterboden. Der Unterboden ist verstärkt und gepanzert, um genau das zu tun.
und mithilfe der Schubkraft der Heckachse schiebst du das Fahrzeug komplett über die Spalte, bis die Vorderachse über die Spalte drüber ist. Dann lässt du hinten runter, machst vorne wieder hoch und ziehst das Heck des Fahrzeugs über die Spalte mit der Vorderachse. Wow. So, und damit warst du in der Lage, 15 Fuß breite Spalten, also 4,6 Meter breite Gletscherspalten zu überfahren. Wow, cool. Und das ist tatsächlich eine unfassbar nützliche Geschichte für genau diese Art von Umgebung. Denn gerade das Schelfeis selber ist ja eh schon nur eine dicke Eisdecke. Mhm. Und überall dort hast du einfach Eisbildung, du hast alle möglichen Spalten. Und in der Lage zu sein, nicht zu sagen, ich fahre jetzt 100 Kilometer zurück, um irgendwie eine Spalte zu umfahren, sondern ich messe das eben aus, ganz analog mit einem Maßstock. Mhm. So, und wenn das halt eben passt, fahre ich da einfach drüber. Super cool. Ja, also die Idee war ein absoluter Geniestreich. Genauso wie die Nutzung des dieselelektrischen Antriebs. Denn mit den einzelnen Elektromotoren war es ja nicht nur möglich, die Räder einzeln zu steuern, sondern du hast auch eine unfassbare Platzersparnis. Denn würdest du einen konventionellen Antrieb haben, hättest du halt die Getriebe, du hättest Kraftübertragungssystem, also sprich Stangen, die sich drehen und so weiter. Es hat wahnsinnig viel mehr Mechanik, die du komplett sparen kannst. Das ist zum einen für den Platz natürlich großartig, weil du viel weniger hast, das du in dem Gerät unterbringen musst. Und zum anderen ist es mechanisch einfach wesentlich einfacher. Ja, und dementsprechend dann auch weniger reparaturanfällig. Genau, richtig. So, und es wird tatsächlich vermutet, dass der Antarctic Snow Cruiser das erste dieselelektrische Allradfahrzeug der Welt war. Das kann man nicht genau sagen, was das erste, wo man zumindest dokumentiert genau weiß, es hat es gegeben. Spannend dabei ist, dass genau diese Art des Antriebs heutzutage tatsächlich jeden Tag genutzt wird. Und zwar bei diesen übertrieben großen Minenfahrzeugen, also bei den Radladern, die großen Allradradlader, die in diesen riesigen Minen fahren. Ja. Ja, weil du dort auch genau das Ding hast, wenn du dort jetzt noch Mechanik eingebaut hättest, könntest du viel weniger mitnehmen. Und generell wäre das auch ein materialtechnisches Problem, weil die Teile einfach so groß und schwer sind, dass eine Welle, die so viel Kraft übertragen kann, wiederum so schwer wäre, dass du so viel weniger mitnehmen kannst und so weiter. Das beißt sich irgendwann in den Schwanz. Ja. Aber da hast du auch genau das Ding, da hast du halt eben einen massiven Dieselmotor drin, der jede Menge Strom erzeugt und der dann diese einzelnen Räder anfahren kann. Wahnsinn. Der Cruiser hatte zudem auch schon Batterien, in denen überflüssige Energie zwischengespeichert werden konnte. Klingt für uns heute auch total lapidar, weil wir überall E-Mobilität haben. Gleichzeitig ist aber auch bis heute auch immer noch das so die große Achillesferse, dass einfach wir immer noch keine Batterien haben, die richtig gut speichern können. Mhm. Dementsprechend damals Batterien mit an Bord zu nehmen, die irgendwas Nennenswertes speichern konnten, hat auch bedeutet, dass die echt Platz dafür dagelassen haben. Aber auch das Heizsystem war komplett revolutionär und einfach richtig gut. Sie haben nämlich die Kühlflüssigkeit der Motoren überall durch die ganze Kabine zirkulieren lassen. Sie haben es überall durch die Wände geführt, sodass wirklich du im Grunde in einem Panzer aus warmem Wasser warst. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass es so effektiv geheizt hat, dass sie zum Schlafen lediglich eine dünne Leinendecke hatten und in der Regel im T-Shirt da drin arbeiteten. Cool. Ja. Soweit scheinen wir hier wirklich die perfekte Maschine für den Job zu haben. Ja, aber ich unterstelle jetzt mal fast, die Maschine kann es ja nicht geschafft haben, sonst hätte man davon noch mehr gehört. Genau das habe ich auch gedacht. Das ist exakt dieses Ding. Wenn das Teil so perfekt wäre, hätten wir alle schon als Kind davon hören müssen, weil es eine super faszinierende Story gewesen wäre. Und natürlich haben wir nichts davon gehört, weil es einfach doch nicht so toll war, wie es schien. Mhm. Gucken wir mal ein bisschen auf die Entwicklung des Ganzen. Die Entwicklung des Cruisers hatte bereits im ersten Quartal 1937 begonnen. Es wurde ganz in Ruhe geforscht und geplant. Ich hatte ja schon gesagt, es gab keinen wirklichen Auftrag dafür. Sie haben einfach mal sich überlegt, wir entwickeln sowas. Dementsprechend gab es auch zunächst keine Deadline. Und man hat nicht mal gewusst, ob das Forschungsprojekt überhaupt fertiggestellt werden würde oder ob es einfach nur bei einer Studie geblieben wäre. Das änderte sich ganz, ganz schnell im zweiten Quartal 1939. Denn hier wurde bekannt, dass es bald eine große Antarktis-Expedition mit Finanzierung durch die US-Regierung geben würde. Dementsprechend war jetzt die Zeit natürlich reif, nach Washington zu fahren und die Pläne vorzustellen. Mhm. Das, was für das Projekt vielleicht das Schlechteste, was passieren konnte, ist natürlich passiert. Man war in Washington sofort begeistert und gesagt, baut das Ding, jetzt. Mhm. Und ach ja, wir haben keine Zeit. Und dementsprechend hat man gesagt, gut, wir müssen das Ding unbedingt dabei haben, weil dieses Teil hat das Potenzial, in wenigen Monaten mehr Antarktisforschung zu machen, als überhaupt bisher alle Expeditionen aller Länder zusammengeschafft haben. So, dieses rasche Handeln
musste jetzt einfach passieren, weil das Datum, an dem die Expedition den Hafen in Boston verlassen würde, bereits festgelegt war. So, das bedeutete jetzt, man hat geguckt, wie viel Zeit haben wir noch? Und hatte dann gesagt, gut, wir werden 8 Tage brauchen ungefähr, um das ganze Ding hinterher von Chicago aus nach Boston zu kriegen. Wie viel Zeit haben wir noch? 11 Wochen, um die Pläne zu Ende zu malen und 11 Wochen, um es zu bauen. Was? So. 11 Wochen, um es zu bauen? Ja. So, sie haben also 11 Monate... Haben die dafür das gleiche Personal gehabt wie die NASA, um jemanden auf den Mond zu schießen? Weil dann könnte das klappen. Nein, aber sie haben eine Menge Mechaniker dran gesetzt. Das war schon ein ziemlich großer Aufwand, das Ganze zu machen. Aber sie haben tatsächlich 11 Wochen gebraucht, um die Pläne zu Ende zu malen und 11 Wochen, um das Ding von null aufzubauen. Krass. Allerdings waren jetzt, es war noch ein kleiner Puffer drin, sie haben nicht nur die 8 Tage genommen, es waren jetzt wenige Wochen noch von der Fertigstellung des Geräts bis zu dem Zeitpunkt, wo es auf dem Schiff stehen musste. Dementsprechend war für eins keine Zeit mehr. Testen. Oh. Und somit wurde die Reise von Chicago nach Boston der Testlauf. Denn es war zu dieser Zeit nicht möglich, das Gerät auf irgendwas zu verladen. Du hättest ein Fahrzeug konstruieren müssen, um dieses 37 Tonnen schwere Fahrzeug zu bewegen, weil du einfach noch keine Ultraschwerlast-LKWs hattest 1939. Mhm. Also dachte man sich, hey, wenn das Ding sowieso tausende Kilometer am Pol fahren soll, fährt es einfach selber. Tja, das hätte kein Problem sein sollen. War es aber. Am 24. Oktober 1939 ging die Fahrt los. Die Reise des Cruisers fand riesige Aufmerksamkeit. Das war das totale nationale Gespräch. Das war das Größte, was gerade passierte im Land. Und auch die Presse war überall, wo das Fahrzeug aufschlug. Es war Volksfest im Grunde um dieses ganze Gerät drumherum. Doch die Reise sollte viel komplizierter werden, als man erwartet hatte. Und schon nach wenigen Tagen, als das Fahrzeug in Fort Wayne ankam, traten die ersten Probleme auf. Es regnete wie aus Kübeln und der Boden wurde immer rutschiger. Und das stoppte die Fahrt des Cruisers. Hm. Jetzt fragt man sich, ist aber warum? Blöd. Weil ich meine, da ist ja auf dem Eis auch vielleicht gegebenenfalls ein bisschen rutschig, mal ab und zu. Ja, so. Überhaupt. Das ist so, ne, du baust ein Gerät, das in den übelsten Bedingungen der Welt letztendlich fahren soll. Und ein kleiner, in Anführungsstrichen, Regenguss mag auch ein dicker gewesen sein. Nichtsdestotrotz, eigentlich sollte so ein Regenguss das Fahrzeug nicht stoppen. Mhm. Naja, es gab eine Designentscheidung, die die Kombination nasse Straße plus Antarctic Snow Cruiser so kritisch machten. Das waren die Reifen. Bei den Reifen gab es nämlich ein kleines Problem. Und zwar zum einen brauchten sie einen Reifentyp, der einfach möglichst unzerstörbar war. Mhm. Gleichzeitig musste es ein Reifen sein, den es bereits gab, weil es einfach nicht genug Zeit gab, einen neuen Reifen zu entwerfen. Und vor allen Dingen zu entwerfen und herzustellen. Die Reifenhersteller hätten tatsächlich länger gebraucht, als die überhaupt gebraucht hätten, das ganze Fahrzeug zu bauen, um solche extremen Reifen halt herzustellen. Dementsprechend hatte man sich überlegt, man nimmt Reifen, die für ganz besondere Sumpfgefährte genutzt wurden, und zwar mit so Pedals dran, die die Firma Goodyear baute. So, und man konnte auch 6 Stück davon sichern. 4 Stück für das Fahrzeug und 2 für den Reservebereich. Und man hatte überlegt, es gibt noch so ein Problem generell mit Reifen auf Schnee. Wenn ich auf Schnee fahre und länger auf Schnee fahre, dann ist ja irgendwann in meinen Rillen oder in meinem Reifenmuster alles voll Schnee. Richtig. Also, richtig. Wir machen am besten kein Muster rein, dann kann sich kein Schnee sammeln. Die haben Slicks gebaut. Exakt. Die Reifen waren komplett glatt. Außen. Sie haben keinerlei Muster drin gehabt. Slicks für die Antarktis. Ja, das war auch das Problem, warum sie im Regen so schlecht fahren konnten, weil sie einfach durchtreten. Ja, ich bin gerade ein bisschen, also nur einfach nochmal so diese Verdutzung von mir. Slicks, glatte genau. Reifen für riesige eine Expedition Ballonreifen ohne in der Antarktis. Exakt. Auf Eis. Ja. Schon wenige, muss ich nicht verstehen, oder? Nee. Gut, dann ist gut. Sie haben einfach diese Schlussfolgerung gehabt von, es ist super, wenn wir kein Profil haben, dann kann sich kein Schnee im Profil festsetzen. Schon wenige Meilen später blieb der Snowcruiser im Matsch des Ohio Creek stecken. Ich sehe gerade, dass du immer noch ich bin immer noch verwirrt, weil so von wegen, wir machen da keine Rillen rein, weil da sammelt sich da kein, sind die doof? Ja, vor allen Dingen, man überlegt sich, die haben so viel brillante Ideen gehabt. Sie haben es fantastisch wirklich von vorne bis hinten durchkonzipiert.
dass du, wenn du dieses Ding siehst, wirklich auf die Räder guckst und denkst, gut, vielleicht sind das irgendwie jetzt Testräder, die sie drauf gehabt haben, aber nein, das sind wirklich die offiziellen Räder gewesen. Sollte das Ding niemals vielleicht mal ein 0,5% Steigung fahren? Das Ding sollte heftige Berge rauf und runter fahren, weil es gibt dort unten ja Berge. Das ist ja nicht nur einfach nur Schnee und Eis, sondern es ist ja ein Kontinent drunter, der sehr hohe Berge hat. Also okay, das bringt meine Verwirrung nicht weg, aber erzähl lieber mal weiter. Also wenige Meilen nach diesem ersten Zwischenfall kam schon der nächste Zwischenfall, denn jetzt steckte der Snowcruiser im Matsch des Ohio Creek. Was war geschehen? Das Fahrzeug ist bei der Auffahrt zu einer kleinen Highwaybrücke von der Straße abgekommen, seitlich, und in den Bach gefahren. Jetzt denkt man sich, super, ich habe ein Fahrzeug, das kann über breite Spalten drüber, weil dieser Bach, da gibt es Bilder von, ich würde sagen, der Bach ist so 3,50 Meter breit gewesen. Wo man sich echt so denkt, das Ding kann über Spalten fahren, das wird doch jetzt bestimmt seinen Zaubertrick rausholen, vorne, hinten, hoch ein bisschen und zack, weiter. Weit gefehlt, es hat ganze 3 Tage gedauert, den Snowcruiser wieder aus diesem Bach zu ziehen und wieder auf die Straße zu stellen. Warum hat die Technik nicht funktioniert? Die Technik hat funktioniert, aber die Reifen haben einfach keinerlei Traktion gemacht, geschafft und die 37 Tonnen haben dazu geführt, dass einfach dieses nasse Gelände um den Bach drumherum einfach nur platt gemacht wurde. Noch ein paar Tage später riss dann eine Hydraulikleitung, was wiederum dann die Lenkung außer Kraft setzte, was wiederum zu einem größeren Blechschaden führte. Nicht am Cruiser, aber an Autos, weil 37 Tonnen sind stärker als ein Auto von 1939. Was dann aber noch mehr Sorgen bereitete, war, wie langsam die Fahrt voranging. Denn eigentlich wäre die Standardgeschwindigkeit bei guter Strecke, und wir reden von Straßen, 48 Stundenkilometer gewesen. 48 km/h sollte das Ding fahren. Exakt. Okay. Hat's aber nicht. Hat's nicht hingekriegt. Jeder dieser 4 Elektromotoren verfügte über 75 PS. Das heißt, in der Summe standen für das Fahrzeug 300 PS zur Verfügung. Bei 37 Tonnen. Dagegen standen 37 Tonnen. Das macht dann hinterher noch rund 8 PS pro Tonne. Dementsprechend, es war einfach ganz, ganz, ganz fürchterlich untermotorisiert. Und diese langsame Fahrt war nicht nur ärgerlich, sondern sie hätte auch ganz real dazu führen können, dass das Fahrzeug nicht mehr bis zur geplanten Abfahrt den Hafen von Boston erreichen würde. Denn das stand ja fest, wann die Schiffe auslaufen. Außerdem kam noch dazu, dass der Cruiser überall, wo er auftauchte, für fürchterliche Staus sorgte, weil er fürchterlich langsam war, dazu fürchterlich breit und einfach jede Straße, die er befuhr, sperrte effektiv. Und somit führte, als der Cruiser in die Nähe von Boston kam, er zum größten Stau der Geschichte, als er mehr als 70.000 Fahrzeuge gleichzeitig aufhielt. Nein. 1939. Ja, quasi die komplette Workforce von Boston an dem Tag nicht zur Arbeit gehen lassen. Das gibt's ja nicht. Am 12. November dann erreichte der Cruiser endlich den Hafen und konnte so nach fast 3 Wochen Fahrt mit gerade einmal knapp 2 Tagen, bevor die Schiffe losfuhren, den Hafen endlich erreichen und sollte nun dann verladen werden. Geplant waren, wie gesagt, 8 Tage. Sie haben fast 3 Wochen gebraucht und haben es halt gerade noch geschafft, mit Ach und Krach bis zum Anleger zu kommen. Jetzt mussten sie das Heck abbauen. Denn hätten sie das Heck nicht abgebaut, hätte das Schiff nicht dieses Fahrzeug laden können, das quer auf dem Deck stehen sollte. Der Captain des Schiffes hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass das Fahrzeug auf sein Schiff verladen wird, weil er einfach befürchtet hat, dass das Schiff kentern würde, weil der Schwerpunkt des Schiffs signifikant nach oben gebracht wurde, dadurch, dass du ein 37 Tonnen schweres Gewicht oben drauf stellst. Mhm. Weil das nicht in irgendeinem Laderaum war, sondern nein, der stand halt quer oben auf dem Schiff vor der Brücke. Naja, die Reise in den Süden blieb dann wieder erwartend ruhig und ohne Komplikationen. Leider kann man das nicht mehr behaupten, sobald das Schiff am Ziel angekommen ist. Denn jetzt ging es ans Abladen. Es wurde jetzt eine Rampe aus Holz errichtet, um das Fahrzeug von der Seite des Schiffs herunterfahren zu können. Denn im Gegensatz zum Bostoner Hafen gab es hier auf dem Schelfeis keine Kräne. Nun ja, wir haben jetzt dieses 37 Tonnen schwere Gefährt, vielleicht eine Tonne weniger dadurch, dass das Heck gerade ab ist und die hinteren beiden Reifen noch oben liegen bleiben. Haben diese Holzrampe und es gibt tatsächlich Filmaufnahmen davon. Das hat jemand mit einem Schmalfilm dokumentiert und dort sieht man auch, dass dort schon das richtig große Unglück hätte passieren können, denn ein Drittel vor Ende der Rampe brach eins der Vorderräder durch die Rampe
Und du siehst einfach, dass der Pilot des Fahrzeugs die einzige richtige Entscheidung getroffen hat. Er hat nämlich voll aufs Gaspedal gehauen. Und gerade als man merkt, dass das zweite Rad auch einbricht, ist das Ding in einem riesigen Sprung nach vorne an Land gegangen. Ach du Scheiße. Beziehungsweise an Eis gegangen. Es war vollbracht. Das Ziel ist erreicht und von jetzt an sollte alles gut werden. Natürlich nicht. Denn es war nun der Januar des Jahres 1940 und der Cruiser stand das erste Mal auf Schnee und Eis. Schon auf den Highways in den USA hatte man klar gesehen, dass das Gerät wahrscheinlich ein wenig untermotorisiert war. Jetzt kam der komplette Verlust der Traktion dazu. Das Fahrzeug sollte Berge rauf und runter fahren. Jetzt kam es selbst auf perfekt ebenem Gelände kaum ein paar Zentimeter vorwärts. Die Mechaniker haben sich gedacht, wir haben das Ding jetzt bis hierhin gebracht, wir müssen irgendeine Lösung finden. Ihre erste Lösung war, festzustellen, dass die Felgen glücklicherweise Löcher hatten, nämlich 8 Stück. Und jetzt pro Reifen 8 Ketten, um die Reifen zu spannen. Mhm. Ja, so. Hat nichts gebracht oder hat nur sehr wenig gebracht. Dann haben sie die nächste Idee, die eigentlich auch sehr, sehr gut war, gehabt, nämlich wir nehmen die beiden Ersatzreifen und montieren die an der Vorderachse rechts und links noch mit dran, um eine Zwillingsbereifung zu haben, einfach mehr Traktion auf die Straße zu bringen. Das half aber alles sehr wenig. Und einer der Männer kam auf eine geniale Idee. Der war nämlich aufgefallen, schon als sie überlegt hatten, auf welcher Achse sie die zusätzlichen Räder bauen, dass die Gewichtsverteilung unglaublich unterschiedlich war. Du hattest ja vorne die beiden Motoren vor der Achse. Dementsprechend hast du das ganze Gewicht vor der Vorderachse. Also ist er auf die Idee gekommen, wir fahren einfach rückwärts. Und tatsächlich, nachdem sie beschlossen haben, wir fahren rückwärts, konnte das Gerät bewegt werden. Es gab dann auch eine längere Tour, die im Kreis um das gebaute Lager führte. Diese Tour waren 148 Kilometer. Und das rückwärts. Und es wurde ganz schnell klar, mit dem Teil fahren wir never ever zum Südpol. So wie das jetzt ist, keine Chance. Das Gerät ist absolut sinnlos als mobile Basis. Also hat man sich dazu entschlossen, den Cruiser permanent zu parken und als Forschungslabor zu benutzen. Mhm. Ne? Denn dafür war er nach wie vor gut ausgestattet und die Motoren funktionierten, die Heizung funktionierte, also warum nicht? Somit musste die Expedition ohne die Fähigkeiten des Gerätes auskommen und das allerdings auch nicht lange. Denn mit dem Kriegseintritt der USA kam auch der Abbruch der Mission. Und der Cruiser verblieb an der Küste auf seinem Parkplatz, weil die ihn auch einfach nicht wieder verladen konnten und auch nicht wollten. Die waren durch mit dem Ding. Und da steht er noch heute. Ja, naja, kommen wir noch hin. Im Jahr 1946 wurde er das erste Mal wieder gesichtet. Denn dort gab es eine neue amerikanische Expedition an den Südpol, die Operation High Jump, unter Admiral Byrd. Zum vierten Mal. Wem auch sonst. Richtig. Und die haben den Cruiser gefunden. Der war zwar eingeschneit, aber er guckte gerade noch so oben die oberste Ebene von der Steuerkanzel raus. Und sie haben ihn ausgegraben und festgestellt, dass er tatsächlich auch in super Zustand war. Im Grunde hätte man nur die Reifen aufpumpen müssen und hätte fahren können, wenn das Ding gefahren wäre. Und hat ihn letztendlich dann aber auch da gelassen, weil es nur letztendlich irgendwie eine Kuriosität am Rande dieser Expedition war. 1958 dann wurde er noch einmal entdeckt. Und zwar gab es dort eine internationale Expedition und die haben ihn gefunden und mit einem Bulldozer ausgegraben, von einer Seite aus, und haben das Ganze auch als Experiment genommen. Nämlich waren sie in der Lage, weil sie ja wussten, wann Byrds Expedition dort war, exakt zu bestimmen, wie viel Schnee in wie vielen Tagen gefallen war. Mhm. Ja, und der war tatsächlich unter 7 Meter Schnee begraben. Wow. Nach dieser Mission ist der Snow Cruiser nie wieder gesehen worden. Natürlich gab es im Kalten Krieg die Erklärung und Erzählung, dass die Russen ihn gefunden und mitgenommen haben. Selbstverständlich. Das dürfte jedoch kompletter Blödsinn sein, weil da war jetzt nichts drin, was die Russen im Kalten Krieg an Technologie hätten gebrauchen können. Ja, und wie willst du den wegbringen? Genau, es wäre einfach vollkommen sinnlos gewesen. Und viel wahrscheinlicher ist es, dass er sich heutzutage auf dem Meeresgrund befindet. Denn große Teile des Eisschelfs sind mittlerweile geschmolzen, mhm, und oder abgebrochen und aufs Meer hinausgetrieben. Das heißt, selbst wenn er im Meer liegt, ist es unklar, ob der da liegt ungefähr, wo sie damals waren. Und damals hattest du noch kein GPS, dementsprechend ganz genau zu sagen, wo der war. Keine Chance. Schelfeis, mhm, du hast keine Ahnung, wo die genau waren. Ja. Es kann aber auch sein, dass das Ding einfach mit dem Schelfeis abgebrochen ist und irgendwo, weiß ich nicht, vor der Küste von Südamerika an der Südspitze
untergegangen ist oder bei Australien oder Neuseeland, wo auch immer, irgendwo in den Weltmeeren liegt wahrscheinlich der einzige Antarktik Snowcruiser der Welt. Das ist einfach geil, weißt du, Find the Antarctic Snowcruiser, exakt. Das ist wirklich Needle in a Haystack, weißt ja. du, die absolute Nadel im Heuhaufen. Ja, dagegen wow. war hier Titanic finden wirklich Anfängerkram. Hammer. Damit endet zwar die Geschichte des Antarctic Snowcruisers. Weißt du, wer den finden wird? Du, natürlich James Cameron. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, wer auch sonst. Jedenfalls ist eins nicht mit dem Antarctic Snowcruiser gestorben, nämlich der Traum davon, in der Antarktis zu fahren und irgendwann den Pol zu erreichen. Und genau das haben die Russen erreicht. Als okay. Erste. Ja, denn die Russen haben ebenfalls ein Fahrzeug konstruiert, um damit am Pol zu fahren. Und sie haben tatsächlich auch die amerikanischen Entwürfe gesehen, weil 1939, das war ja in allen möglichen Zeitungen, das war auch in Russland bekannt, dass sie dieses Gerät gebaut hatten. Und sie haben auch direkt die ganzen Unzulänglichkeiten des Gerätes sich angeschaut und gesagt, wir machen keinen von den Fehlern, die die Amerikaner gemacht haben, und haben ihr eigenes Fahrzeug entwickelt, und das hieß Tschakovtschanka. Mhm. Anders als der Snowcruiser verlässt sich das Gerät auf Raupenketten, und diese funktionieren im Gegensatz zu profillosen Reifen hervorragend auf Schnee und Eis. Das stimmt. Die russischen Forscher hatten auch nicht nur ein Fahrzeug zur Verfügung, sogar eine ganze kleine Flotte von Tschakovtschanki. Und diese konnten sogar noch auf Ketten laufende Anhänger hinter sich herziehen. Mhm. Noch vor 1960 erreichten die Russen den magnetischen Südpol auf Ketten. Das sogar noch mit dem Vorläufer der Tschakovtschanki, dem sogenannten ATT. Und das war einfach nur ein modifizierter Panzer, wo sie den Motor von vorne nach hinten verlegt hatten. Oder von hinten nach vorne in dem Falle. Und damit halt eben schon bis zum magnetischen Südpol gekommen sind. 1958 war dann das neue Fahrzeug bereit. Eine Tschakovtschanka wog 20 Tonnen, konnte bis zu 5 Tonnen Fracht an Bord befördern und dazu einen Schlitten mit einer Last von 40 Tonnen ziehen. Das Fahrzeug war für 6 Expeditionsteilnehmer ausgelegt. Cool. Neben dem Fahrerhaus befindet sich der Platz des Navigators mit einer Beobachtungskuppel für die Astronavigation. Denn sie haben zwar kein GPS gehabt, aber sie haben sich überlegt, wenn wir oben rausgucken, können wir ganz klassisch mit dem Sextanten peilen. Mhm. Die Kabine ist in mehrere Abteilungen unterteilt, darunter ein Gemeinschaftsraum, die Funkerkabine, eine Bordküche, eine Toilette und ein Trockenraum und die hintere Ausstiegsschleuse. Um Reparaturen durchzuführen, ohne das Fahrzeug zu verlassen, konnte man den Motor ebenfalls durch eine Luke im Innenraum erreichen. Cool. Sehr spannend ist, dass ich jetzt eigentlich immer in der Vergangenheit gesprochen habe, aber ich hätte im Grunde jetzt auch in die Gegenwart wechseln können, denn noch 50 Jahre später, heute, sind die originalen Tschakovtschanka im Einsatz. Echt? Die sind so gut gebaut worden, dass sie bis heute benutzt werden. Wow, cool. Ja, weil grundlegend hat sich ja auch an der Aufgabe, in der Antarktis zu fahren, nichts verändert. Und die Geräte waren einfach so gut gebaut. Es ist so wie die damals, diese richtig massiv gebauten Dampflokomotiven, die auch teilweise heute noch fast 200 Jahre später immer noch unter Dampf und unter Druck gesetzt werden und die immer noch funktionieren. Ja. Wahnsinn. Ja, und die haben da wirklich auch, heute würde man sagen, Space-Tech-Materialien verwendet. Die haben nämlich zum Beispiel ein Nylon-Geflecht erfunden, das sie als Vertierung in die Wände gebaut haben, um die Wände vollständig von außen zu isolieren. Cool. Und dieses zuverlässige und wirklich erstaunliche Fahrzeug hat dann auch tatsächlich den geografischen Südpol 1959 erreicht. Mhm. Wow. Und weil die Teile so großartig waren, wurde sogar ab 1975 eine zweite Version davon gebaut. Das war die Tschakovtschanka 2. Und der Name heißt übrigens nichts weiter als Tschakoverin. Denn Tschakov war die Stadt, in der das Ganze konstruiert und gebaut wurde, in einer Traktorenfabrik. Mhm. Ja, und Tschakovtschanka heißt nichts weiter als Frau aus Tschakov. Die scheinen ja ihre Frau nicht besonders irgendwie hübsch oder attraktiv zu finden, wenn sie... Nein, sie möchten sie zuverlässig und kräftig. Ganz das, genau, wenn sie irgendwie so die Kettenfahrzeuge, als das ist die Frau aus Tschakov. So, okay, danke, nett. Aber was ist eigentlich aus dem Traum geworden, auf Reifen den Südpol zu erreichen? Das fragt man sich, ist das so? Und wie sehen die Reifen aus? Also eins weiß ich, es sind keine profillosen Reifen. Das ist absolut richtig. Ich würde sogar fast sagen, es sind gespikte Reifen. Ja. Spannend ist, es ist tatsächlich mittlerweile erreicht worden. Mhm. Man hat mittlerweile mit Gummireifen und mit runden Reifen, runden Rädern den Südpol erreicht. Du darfst mal dir überlegen, welches Fahrzeug das wohl gewesen ist, das den Südpol erreicht hatte, auf Rädern. Na, wenn du es jetzt so fragst, das wird ein modifizierter,
eigentlich ein modifizierter PKW gewesen sein, wahrscheinlich ein SUV. Und das ist, nee, Moment, das ist ein Toyota Hilux. Exakt, es ist ein modifizierter Toyota Hilux. Und nicht einer, sondern letztendlich ein kleiner Konvoi davon, 6 Stück, sind im Dezember 2010 am Südpol gewesen. Das sind dieselben modifizierten gewesen, wo vorher schon die Serie Top Gear mit zum Nordpol gefahren ist. Ja, okay, sie haben sie dann nochmal weiter verändert, weil es am Südpol halt eben noch extremer ist vom Wetter her und die Fahrtstrecke länger ist und halt noch viel bergiger. Aber es sind letztendlich genau diese von einem isländischen Spezialunternehmen modifizierten Toyota Hilux, die dann es geschafft haben, zum Südpol zu kommen. Übrigens, sehr 4 waren es nicht, 6. Ich möchte mich da wenigstens korrigieren. Sehr und geil. Die Tour war auch kein reiner Werbegag, sondern ernsthafte wissenschaftliche Arbeit. Und die ist im Auftrag des Indian National Center for Antarctic Ocean Research vom NCAOR durchgeführt worden und brachte die Teilnehmer auf einer insgesamt 4600 Kilometer langen Extremtour von der Basisstation Novo Air Base zum Südpol und auch ohne Verluste wieder zurück. Wow, krass. So, aber so viel. Ich muss sagen, ich muss erstmal irgendwie auf jeden Fall später mich nochmal ans Netz setzen und auf jeden Fall dieses Fahrzeug mir angucken. Ja, ich habe da noch nie was von gehört, das klingt so großartig. Das kann ich jedem von euch absolut empfehlen. Ich habe in den Shownotes für euch auch unter anderem eine kleine Videodokumentation gefunden, die ich da reingepackt habe, wo jemand zum einen natürlich in Englisch, aber sehr schön erklärt, alles um das Gerät drumherum, und zum anderen haben die nicht nur Originalaufnahmen, sondern die haben auch ein 3D-Studio damit beauftragt, das Ding nochmal als 3D-Modell nachzubauen, toll, um halt nochmal andere Ansichten davon zu haben, wo du es einfach wirklich in seiner ganzen Schönheit sehen kannst, weil das Teil ist schon ästhetisch. Das ist, im Grunde, du guckst dir das an und denkst so, wow, das ist so typisches 50er-Jahre-Design, und dann stellst du fest, das ist 1939 gebaut worden, 37 entwickelt worden. Sehr cool. Und wirklich, also ganz was Tolles, und ich bin echt froh, das gefunden zu haben. Und ich bin auch echt froh, dass du da nichts von kanntest, dass du es noch nie von gehört hast. Mega cool. Wirklich, wirklich, ja. Richtig, richtig geil. Prima. Damit ist mein Job für heute getan. Ich habe eine neue Geschichte erzählt und freue mich schon super auf die nächste Woche, wenn Jan wieder dran ist. Ja, ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, bei der nächsten Geschichte, ich könnte mir vorstellen, da hast du auch noch nicht von gehört. Da freue ich mich schon super drauf und freue mich auch schon drauf, die nächste Geschichte für euch rauszusuchen und zusammenzuschreiben. Ihr hört von uns wieder nächsten Freitag, wie immer. So sieht das aus. Wenn wir von euch hören sollen, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr bei uns auf der Webseite vorbeischauen oder überall da, wo man Podcasts bewerten kann, uns bewerten. Das ist zum Beispiel Apple Podcasts. Ansonsten habt eine schöne Woche, kommt gut dadurch, wo auch immer ihr uns hört. Seid weiter neugierig, fahrt immer schön vorsichtig. Wir sehen uns und hören uns vielmehr. Wir hören uns vor allem nächste Woche wieder. Tschüss. Wissensreisende.